Herzlich willkommen zu einem neuen Part Final Fantasy 10. Ab heute fängt das Sidequesten an. Das wird auch auf unbestimmte Zeit erstmal so bleiben, dass es dann mit der Story weitergeht. Und zwar werde ich jetzt hier alle weißen Dinger hier anmachen, soweit ich die finde. So. Ich glaube, das war der einzigste auch hier. Genau, ja. Das ist auch so ein Ding. Das hier? Nee. Nein! Was ist das denn da hinten? Das ist einer. Hier ist einer. Nein! Jetzt bin ich schon wieder da drauf. Ah. So. Das. Ist er noch irgendwo? Hier. Sehr gut. Ich glaube, das, genau, das ist so einer. Das ist so einer. Aber ich glaube, das ist keiner. Nee, ich glaube, wir haben ja dreimal drauf gelatscht gerade eben. Bloß nicht drauf latschen. Zwar ist das jetzt auch hier so, dass man das hier finden muss. Ich finde das echt schwer. Was ist jetzt los? Nein, ich will da gar nicht hin. Ja. Ja, meinetwegen fahre hoch. So, mal gucken hier. Das ist es nicht. Das. Ja, man kann so schlecht gucken, ne? Finde ich, ja. Nee, das ist sowas nicht. Das ist auch das große. Das ist einer, glaube ich. Das auch nicht. Das vielleicht. Nein! Shit! Ist das denn einer? Tatsächlich. So, langsam. Dann war das der hier, genau. Zwei. Das ist auch keiner. Das ist einmal so eins und so eins. Das ist auch nicht. Das ist so eins. Das hier könnte noch eins sein. Nein, natürlich nicht. Ich werde hier wahnsinnig, aber ich glaube, das ist noch eins. Genau. Okay, hier sind drei schon mal. Ist das hier? Ich gucke erstmal. Nein! Was ist das denn für eins? Ah! Okay, gut. Das also. Oh, Herr im Himmel. Ich glaube, das. Sehr gut. War gerade eben auch falsch, ne? Nein! Das andere! Fuck. Das meine ich. Ich spiele jetzt einmal ohne, also ohne, doch, wieder mit einer. Oh! Scheiße, wie war das denn nochmal? Nein! Schon wieder das Falsche! Ich werde ja wahnsinnig. Ja. Das. Ich da drauf getreten. Ich werde wahnsinnig bei diesem Spiel. So, erst das. So. Jetzt habe ich schon wieder vergessen, nichts. Nein, und schon wieder auf das Falsche. Oh! So, das. Das nicht das, nicht das, das, nicht das da unten. Das in der Mitte. Sehr gut. Oh, welches war das? Das war, glaube ich, das hier. Ja, Gott sei Dank. So. Vorsichtig jetzt hier. Ich glaube, das war das. Gott sei Dank. Hä? Ich sehe schon vor lauter Dings sehe ich schon nichts mehr. Manchmal sieht man es ja, aber hier sieht man ihn überhaupt nicht. War das das hier nicht? Was, noch eins? Das ist es nicht.
Das ist doch auch nicht. Nein. Ich werde ja wahnsinnig. Ich hole gleich meine. Wow. So, das ist es nicht. Das ist dieses hier. Ja, nein, ach. Hier noch. Da ist es. So, dann war es das hier. Dum. Dum. Ah, wo ist denn das vierte? Was ist das denn hier? Ich bewege mich jetzt ja hier. Das ist ja nicht so dramatisch. Ja, ist klar. Das ist das L. Also das, das und das. Okay. Und was war das hier? Okay, Und was ist das da oben? Vielleicht sind das ja zwei übereinander. Nee. Gut. Muss es ja auch erstmal austesten. So, dann ist es einmal das hier. Das sieht man auch so schlecht, ne? Das. Oh je, ich habe schon wieder das andere vergessen. Ich glaube, das war das. Drei. Habe ich hier, da muss ich rübergehen, muss ich vorsichtig wieder sein. Oh, jetzt habe ich es schon wieder vergessen. Das war auf jeden Fall das. Oh je. Ach genau, hier, das war das. Muss ich vorsichtig hier rübergehen. Das war dieses hier. Ach Herrgott, wo war denn noch eins? Das könnte sein, aber eigentlich auch nicht. Das war dieses hier. Nee, das ist es nicht. Das ist auch so eine Ecke. Das könnte ich mir überhaupt vorstellen noch. Nein! Leider nicht! Hä, welches ist denn hier dann noch bei? Ach nein. Ja, ist gut, ich hab's verstanden. Das hier war. Gut, hier sind vier auf jeden Fall. So, das, das, dann. Ja, und jedes Mal muss er auch so warten. Oh, fuck. Meine Hände sind schon leicht schwitzig. Nein, das nicht. Das. War noch eins hier? Schon wieder vergessen. So, das, das, das. So. Ich gehe da außen rum. Das ist mir zu gruselig. Das ist mir zu tricky. Guck mal, da waren vier und jetzt muss ich nur noch die drei hier drücken. Oh Gott, ich habe schon wieder vergessen. Das. Okay. Dann war hier eins. Ich glaube, da hinten war eins. Dieses hier. Und was sieht jetzt was? Oh ja. So, dann nehmen wir den mal. Den Fraktura. Gott sei Dank haben wir das erlöst. Aber ich weiß nicht mehr, wo der rein muss. Muss der hier rein? Ich setze den mal ein. Passiert irgendwas? Ah ja, cool. Gut. Und somit haben wir den Tempelschatz von Gevon Tempel erhalten und können rausgehen. Also damit sind wir dann auch hiermit fertig mit diesem Tempelding. Und es steht jetzt erstmal frei, irgendwie was zu machen. Erstmal speichern, damit ich das hab und nie wieder machen muss. So, wir können jetzt auch von jedem beliebigen Speicherpunkt zum Flugschiff wieder. Wir einmal ganz kurz nur einmal
dass wir einmal aufschreiben, was wir gemacht haben. Ansonsten Dora, sonst vergesse ich das nämlich schon wieder. Das ist nämlich nicht so schön. So. Wir werden jetzt natürlich noch nicht nach Bebel gehen. Wir werden eine ganz, ganz lange Zeit nicht nach Bebel gehen. Wir wollten jetzt ja eben fix in die stille Ebene aufpassen, dass es auch wirklich ausgewählt ist. Und ich möchte mir noch kurz für die anderen Damen, also da, für die andere Belegschaft, die Klauen holen. Ich glaube, da kann ich mir dann... Wo kann ich den denn? Da sind auch plötzlich Leute. Dann reden wir mal mit denen, wa? Meine ganze Familie ist aus Bevel geflüchtet. Zurzeit ist Bevel alles andere als sicher. Die Hohepriesterin in St. Bevel streiten sich um die Machtpositionen. Sie vergessen dabei ganz, dass das Volk zu ihnen aufschaut. Wie erbärmlich. Oder was anderes? Die Sicherheit in Bevel ist nicht mehr garantiert. Nicht weniger Anwohner flüchten aus der Stadt. Wir haben unser Haus in Bevel verlassen. Papa und Mama sagen, es ist gefährlich dort. Solange Papa und Mama bei mir sind, ist mir egal, wo wir hingehen. Okay. Gut. Wir laufen jetzt langsam dahin. Und machen schnell noch mal einmal kurz mein Sphärobrett fertig. Den einen gehe ich dahin. Ich weiß, ich kann nicht singen, aber ich tue es euch doch an. Vielleicht mag es ja jemand. Wo wollte ich jetzt mit ihr reingehen? Moment, ich muss erstmal kurz einmal gucken. Ach, da wollten wir jetzt da runtergehen, ne? Also wir wollten erst hier so lang gehen. Warum sind da noch welche frei? Ach so, jetzt, ja, wo bin ich denn jetzt da? Und jetzt gehe ich erstmal hier hin. Und dann benutze ich den Kraft- und Wundersphäroid der Liebe. Ich weiß, jetzt schlägt es ein bisschen aus, tut mir leid. So. Und Tidus rennt, rennt. Und jetzt geht er, rennt, rennt. Also so herrlich. Ja. Da-ba-da-ba-da-ba-ba. Also da beginnen wir auf jeden Fall im nächsten Part damit. Treffe ich das eigentlich jetzt irgendwann einmal? Nein. Sag mal, okay, Marie, willst du mich veräppeln? Wir müssen es auch immer noch fangen, oder? Hörst du auf? Den treffe ich nicht. Also warum treffe ich den denn nicht? Das ist doch gemein. Ach, schade auch, dass es mit Juna... Also das wäre ja lustig, wenn jetzt auch Oren ihn getroffen hätte. Wacker. Der wackere Wacker. Achso, den haben wir sowieso schon gefangen bis zum Erbrechen. Aber wie gesagt, wir müssen die anderen jetzt auch mal so ein bisschen ausstatten mit den... damit die auch ein bisschen zuhören können. Weil ich plane ja, dass... Juna, Riku und Lulu beispielsweise gesamt besät machen alleine. Also alleine fangen. Dann möchte ich ganz gerne, dass die auch die Mihenstraße fast komplett alleine machen, damit die Männer auch so ein bisschen mal ausgelastet, also dass die halt nicht immer was machen müssen. Auf Wiedersehen. Aber dass er noch nicht den Schrottpanzer fangen kann, das ist ja schon ganz schön. Naja, schön ist es nicht. Schön ist was anderes. Aber wir sind ja doch relativ schnell. Also wie gesagt, ich glaube nicht, dass ich... also wir können das... Also so wie ich mir das gedacht habe... und zwar, ich lasse das laufen und würde dann aber irgendwie was anderes mit irgendjemandem vielleicht labern oder so.
Mal gucken, was sich halt so anbietet. Also es bietet sich ja auch definitiv an. Oh. Schade, dass man diese Schrotteinheiten, Sphäreinheiten nicht fangen kann. Da, 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 da. Aber mir geht's eigentlich relativ gut. Also jetzt so meine Truppe jetzt hier, ne? Finde ich beispielsweise. Also ich werde spielen, werde das auch hochladen, aber wahrscheinlich werde ich über irgendwas anderes sprechen. Müsste ich dann gleich mal einmal abkaspern. Und eigentlich ist es ganz gut, dass ich so viel im Vorfeld schon aufgenommen habe. Weil das wird eine ganze lange Zeit dauern, bis ich das alles fertig habe. Also ich weiß noch nicht mehr, also es ist noch nicht mal, also ich bin noch nicht mal sicher, ob das fertig sein wird. Wenn ihr das jetzt seht, das wird ja irgendwann mal rauskommen. Das dauert noch ein bisschen natürlich. Aber ich hoffe, dass dann, dass die anderen Sachen dann halt einfach schon fertig sind. Also es ist jetzt der... Das will ich gar nicht sagen, welchen wir heute haben. Ich produziere sehr viel vor. Aber weil ich halt auch gerne spiele und auch gerne weiterkommen möchte. Und demnach, naja. Lässt sich immer noch nicht öffnen. Ich habe die Monster von Berger gesetzt und ein neues Exemplar erschaffen. Die Knuspelkrone. Nee, ich möchte jetzt erstmal noch nicht dagegen kämpfen. Ah, ja, ja. Ja. Oh ja, ihr habt die Hornmonster kräftig, weicht ihren Angriffen aus, tralala. Ach, nichts. Okay. Nein, möchte ich nicht. Ja, ja. Hab ich noch irgendwie was gefunden? Auch schon wieder irgendwas? Seht ihr mal, wie fleißig ich bin. Ja, ja. Ach so, jetzt habe ich nichts mehr. Okay, gut. Lässt sich immer noch nicht öffnen. So, ich möchte erstmal hier kurz einmal speichern. Jetzt haben wir es gut geschafft. Yeah, yeah, yeah. Item, Waffen würde ich haben. Und zwar möchte ich gerne den Führungsstab. Nein. Den Fingermock, ja. Nein. Und die Dompteurklaue, ja. Jo. Nichts will ich ansonsten. So, ich beende hier meinen Part. Es ist, sind 18 Minuten so circa. Ja. Was gibt's dazu sagen? Irgendwie nichts sagen. War ein Witz. Ein witziges Sprichwort. Nein, überhaupt gar nicht so. Manchmal weiß ich auch gar nicht, was ich erzähle. Das ist schon etwas gruselig tatsächlich. Nee, aber... also die nächsten Parts werden bestimmt irgendwie nur solche irgendwie wir fangen Monster-Parts werden. Von daher, ja, vergebt mir bitte. Nein, wir wollen... Nein! Das heißt, wir werden gleich zum Flugschiff laufen. Werden auf die Insel, auf unsere Beside-Insel fliegen und dann mit den drei Göttlichkeiten, Yuna, Rico und Lulu, anfangen, Beside leer zu fangen. Obwohl im Wasser, glaube ich, geht das ja nicht, da müssen ja Titus und Wacker wieder, werden die beiden natürlich wieder. Ich werde Rico auch ein bisschen pushen. Ja, und dann würde ich mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet zu Final Fantasy X. Bis dann und tschüss, ich bin raus.